Was geht ab, meine Seefighter, Osiria? Und heute sind ja die Guinea Force Mitglieder farmbar ab nun. Ich habe dazu einen Guide gemacht, könnt euch auf jeden Fall gerne abchecken. Um es kurz zu fassen, müsst ihr nur jeden Tag eines der neuen Guinea Force Mitglieder farmen, auf 100% bringen, damit ihr dann quasi aus den Missionen den LR Guinea Force in Gokus Body bekommt. Darum geht es aber heute nicht. Heute geht es aber zum Release quasi der Units, nämlich darum zu der Frage: Crit, Combo oder Evade? Oder wie ihr es wahrscheinlich alle nennt, Crit, Additional Attack oder Dodge. Was nimmt man auf welchen Charakter? Wir werden uns erstmal das Hidden Potential oder Dupe System anschauen. Es wird dazu einen Guide geben und dann quasi im Nachhinein schauen wir uns das Ganze an für die Guinea Force Mitglieder, wie man denn sie skillt. Deswegen würde ich sagen, wir legen sofort los. Erstmal mit den Basics. Im Allgemeinen gesagt ist das Hidden Potential System, könnt ihr quasi hier unter dem Punkt auffinden, wenn ihr auf Team klickt, dann auf Hidden Potential, ein System, wo ihr eure Charaktere aufwerten könnt. Ihr könnt ihre Stats erhöhen und ihnen Skills geben, gewisse Fähigkeiten, wie eben Crit, Additional Attack oder Dodge. Diejenigen, die das hier nutzen können, müssen auf Rank 50 sein und ihr müsst das ein Epic Showdown Event auf Stage 2 geschafft haben. Und ihr müsst natürlich einen UR-Charakter besitzen, denn das Hidden Potential System gilt nur für UR-Charaktere und ihr könnt auch nur Charaktere, die quasi mindestens auf den UR-Status kommen, auch zurückreversen. Heißt, ihr könnt keine SSR-Charaktere in SR-Charaktere reversen. Das ganze Hidden Potential System, Dupe System, gilt für UR-Charaktere ab dem Status UR. Alles klar. Gut, dann, wie gesagt, ihr könnt hier eure Charaktere, dessen Stats erhöhen oder ihnen verschiedene Fähigkeiten geben. Ihr braucht dazu die Orbs jeden Typus. Also ihr müsst quasi die Orbs farmen aus den Daily Stages oder je nachdem, wo ihr die letztens geholt habt, um sie quasi zu erhöhen. Jedoch hat nicht jeder Charakter direkt alle Pfade offen. Es gibt nämlich 4 Pfade. Wenn wir uns zum Beispiel mal ganz kurz einen Charakter nehmen, der bei mir keinen... Na, der hat wahrscheinlich Pfade offen. Nehmen wir mal den hier. Dieser Duty, ihr seht, sind... Ihr seht es hier, all seine Pfade sind geschlossen. Dabei, oben links geht quasi, ist balanciert. Wenn ihr oben links den Pfad wählt, werden die Stats balanciert verteilt. Oben rechts wird das Ganze mehr oder weniger auf Angriff gehen. Unten rechts bekommt ihr den meisten Boost. Und unten links bekommt ihr quasi einen Defense Boost. So, wie schaltet ihr aber diese Pfade frei? Ihr seht hier diese Pfade, wenn wir mal ganz kurz hier rein scrollen, und zwar sehen wir hier, hier ist noch ein Gohan. Diesen Pfad schaltet ihr frei, indem ihr ein und denselben Charakter habt wie diesen Gohan hier, im Endeffekt ein Duplikat, und Dupes ist die Abkürzung von Duplikat, deswegen nennt man das auch Dupe System. Heißt, ihr braucht von ein und denselben Charakter 4 weitere, also insgesamt 5 eines Charakters, damit ihr die Pfade des Charakters öffnen könnt. Im Allgemeinen, Faustregel ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Dupe zieht, wo öffnet ihr seinen Pfad? Erstmal unten rechts. Warum unten rechts? Denn da bekommt ihr den meisten Boost und hier könnt ihr den Charakteren auch Skills geben. Jedoch muss dann dieser Charakter auf SA 10 sein, damit ihr hier überall reinkommt, damit ihr die ganzen Pfade öffnen könnt, die ganzen Knoten nützen könnt. Nachdem ihr unten rechts geöffnet habt, öffnet ihr oben links. Denn oben links bekommen wir auch weitere Fähigkeiten hinzu und best also auch einen guten Boost an der Stelle auf jeden Fall. Heißt, wenn jetzt, sage ich mal, wenn ich 2 Dupes von dem Super Saiyan Sai Gohan hätte, by the way, das ist die TOR-Version. Wenn ihr den Charakter droppt auf seine SSR-Version und ihr habt ihn so wie ich zum Beispiel auf TOR, dann bringt ihr, dann reverst ihr diesen Charakter mit den Sandum-Medaillen. Kann ich euch gleich mal zeigen, wo das geht. Das ist hier unter dem Punkt. Tut den Charakter einmal auswählen, reversen und dann könnt ihr ihn wieder ohne Probleme, ohne dass ihr wieder die gleichen Medaillen braucht, direkt zurück reversen. Ihr braucht nichts weiteres. Alles ist schon bereit, um ihn quasi nur einmal runterzustufen, braucht ihr die Sandum-Medaillen, wie es hier steht. Aber um sie hochzubomben, braucht ihr nichts weiteres. Ihr könnt sie einfach hochbomben. Warum macht man das Ganze? Wie gesagt, in dem Fall, in dem Beispiel beispielsweise, damit wir, wenn ich jetzt einen SR Gohan ziehe, ihn nicht den ich gezogen auf Theo erbringen muss, sondern ich tue den ich schon habe, auf SR-Stufe runterbringen, dann habe ich wieder ein Duplikat von dem, den ich gezogen habe und öffne damit, genau, erstmal unten rechts, wenn ich vorhabe, diesen Dude auf SA 10 zu bringen und den zweiten dann oben links, weil man dort, wie gesagt, die Skills leveln kann, okay? Gut, apropos Skills, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, dieser Gohan hier schon Crit und gerade habe ich gesagt, hey, man braucht doch eigentlich Dupes, um diese Skills zu öffnen. Jeder Charakter bekommt schon mal so von sich 5 Level auf ein Skill. Das hängt vom Typus des Charakters ab. Strength-Charaktere und Tech-Charaktere bekommen Level 5 Crit von Natur aus. Agility- und Physisch-Charaktere bekommen von Natur aus Level 5 Combo, also Additional Attack. Und Int-Charaktere bekommen von Natur aus Level 5 Evade, also Dodge.
Genau. So viel dazu grob zu den Basics, was das Dupe System ist, wie man die Dupes öffnet. Nun stellt sich die Frage aber, die wir uns eigentlich stellen wollten, wie skillen wir diese Charaktere? Was nehme ich mit? Crit, Additional Attack oder Dodge Evade quasi? Nun, in der Hinsicht gibt es auch quasi eine Faustregel, was machen denn erstmal die Skills, damit ich es erstmal vorlesen kann, nämlich Critical. Wenn man Crit hittet, dann bekommt euer Charakter eine Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Das heißt wiederum, wenn ein Crit aufleuchtet, wenn sich der Crit aktiviert, dann ignoriert ihr die Verteidigung des Gegners und ihr habt quasi einen Typenvorteil, macht deswegen vermehrt Schaden. Das ist ein Crit, okay? Additional Attack, Combo. Wenn ihr Combo skillt, dann erhöht ihr die Chance, dass der Charakter einen zusätzlichen Angriff startet. Dieser Angriff hat eine Rare Chance, eine geringe Chance, eine Ulti zu sein. Das ist ein Combo. Und Evade, wenn ihr auf Dodge geht, dann gebt ihr diesem Charakter quasi die Ability, gegnerischen Auto-Attack oder auch Ulti zu dodgen, also auszuweichen. Hierbei gibt es aber einen sehr, sehr wichtigen Unterschied. Nämlich, Crit und Additional Attack geben pro Level 2%. Also in dem Beispiel ist mein LLVG-Tube auf Level 20, heißt ich habe 40%ige Chance zu hitten, zu kritisch hitten, einen kritischen Treffer zu landen und 12%ige Chance einen Additional Attack zu landen. Dodge dagegen, Dodge gibt nur pro Level 1%. Ja? Heißt, mein Kid baut zum Beispiel Level 5 aus Natur aus oder in Charakter ist und bekommt dann quasi nur, hat nur eine 5%ige Chance zu dodgen. Deswegen könnt ihr euch vielleicht schon merken, die Reihenfolge, wie man Charaktere in der Faustregel skillt, ist Platz 1 Crit, Additional Attack, Combo also, und danach Dodge. Warum? Crit, ihr braucht nur eine Chance, dass es ein kritischer Treffer ist, dann macht ihr vermehrt Schaden, ihr ignoriert Verteidigung des Gegners, ihr nehmt da gut Schaden mit. Crit habt ihr einfach nur die Chance, dass es ein Crit ist, bei Additional Attack habt ihr einmal eine Chance, dass es ein Additional Attack ist, Auto Attack, aber dann müsst ihr auch nochmal zusätzlich hoffen, habt nochmal eine zusätzliche Chance, Rare Chance, dass es eine Ulti ist. Deswegen zuerst Crit, Combo und zum Schluss Dodge im Endeffekt, weil von Dodge bekommt man eigentlich sehr wenig mit, pro Level nur 1% und Dodge ist nicht in jedem Fall wichtig. Gut, soviel zu den einzelnen Skills. Natürlich gibt es aber auch Spezialfälle. Man gibt nicht immer jedem Charakter Vollhaus Crit, sondern es kommt auf den Charakter selbst an. Da werde ich euch gleich ein paar Beispiele nennen, aber von der Faustregel her, soweit es geht auf Crit und den Rest auf Additional Attack. Und was meine ich mit soweit es geht? Es gibt nämlich einen Unterschied je nach Typus. Wir haben gesehen, je nach Typus nehmen sie von Natur aus quasi ein Element Level 5 mit und dementsprechend können sie auch auf gewisse hohe Werte kommen. Strength und Tech-Charaktere können so auf Maximum Level 20 Crit kommen und Level 6 Additional Attack, wenn man zwei Dupes geöffnet hat. Oder, wenn ihr auf die andere Schiene geht, kommen dann Strength und Tech-Charaktere auf Level 15, Additional Attack Level 11 Crit. Spezialfälle, wie gesagt, kommen wir gleich dazu zu sprechen. Agility-Charaktere und Physisch-Charaktere auf der anderen Seite kommen entweder auf Level 20 Additional Attack, Level 6 Crit, weil sie von Natur aus Level 5 Additional Attack mitnehmen, oder wie ich es bei Vegito gemacht habe, Level 15 Crit, Level 11 Additional Attack. In-Charaktere ist nochmal so ein Ding. In-Charaktere nehmen ja leider aus Natur aus nur Level 5 Dodge mit, man kommt deswegen bei ihnen entweder Maximum Level 15 Crit, Level 6 Additional Attack oder Level 15 Additional Attack, Level 6 Crit. So, jetzt zu der Frage. By the way, Freunde, ihr müsst sich immer das nehmen, was ich euch genannt habe. Ihr könnt auch quasi individuell gehen. Ihr müsst nicht immer voll auf 20-6 oder 15-11 oder 15-6. Bei Vegeta zum Beispiel bin ich auf Level 12 Additional Attack, Level 9 Crit. Im Endeffekt könnt ihr selbst euch auswählen, welch viel Level ihr genau nehmt. Deswegen sage ich immer gerne, geht vermehrt auf Crit und den Rest auf Additional Attack. Das meine ich damit. Aber wie gesagt, bevor wir uns die Spezialfälle anschauen, würde ich auch gerne kurz einen Hinweis geben oder einen kleinen Hinweis, und zwar ist es auch unter jedem Element unterschiedlich, welche Stats geboostet werden. Agility, ihr seht es, nehmen mehr Death mit, Tech-Charaktere nehmen mehr Angriff mit, Strength-Charaktere nehmen auch mehr Angriff mit, Physisch nehmen mehr HP mit und Int-Charaktere ist konstant. Da hat jeder Wert 5000, so viel dazu. So, Freunde, anyway, wie gesagt, Faustregel war eigentlich alles auf Crit, den Rest auf Additional Attack. Aber wenn wir uns Spezialfälle ansehen, dann kommt es natürlich auf die Charaktere selbst an. Und eines der bekanntesten Spezialfälle ist Super Gogeta Int. Denn Super Gogeta Int, was meine ich mit Spezialfällen? Ihr guckt erstmal her, eigentlich im Prinzip überlegt ihr euch, ihr guckt euren Charakter an und denkt euch, okay, welches Skill würde zu ihm am besten passen? Bei Super Gogeta ist das folgendes. Nämlich, er hat ja 120% auf seinen Angriff und macht immer sehr effektiven Schaden gegen jeden Gegner und pro Ulti tut der Angriff und Verteidigung des Gegners senken. Deswegen geht man bei Super Gogeta auf Level 15 Additional Attack, Level 6 Crit, also mehr auf Additional Attack als Crit, weil
er immer durch die Passive sehr effektiven Schaden macht und durch eine zusätzliche Ulti oder durch jede Ulti den Angriff und die Verteidigung des Gegners senkt. Und aus Berechnung ging zuvor, dass er mit Additional Attack mehr Schaden macht, als wenn man mit ihm auf Level 15 Crit gegangen wäre. Das wäre zum Beispiel ein Spezialfall. Okay, das merken wir uns mal. Natürlich könnt ihr auch andersrum gehen, ihr könnt auch Level 15 Crit gehen, Level 6 Additional Attack, die das gemacht haben, ist natürlich nicht falsch. Aber so, damit ihr einen Spezialfall im Kopf habt. Andere Sache zum Beispiel, jeder Vegito, der kontern kann, bei ihm oder jeder Charakter, der kontern kann, geht ihr auf Crit. Warum? Denn die Konter werden durch die Crits verstärkt. Heißt, bei Vegito hier ist es auf jeden Fall sinnvoller, zwecks seiner Passive auf Crit zu gehen. Er gibt zwar durch die Ulti den Verbündeten 30% plus pro jede Ulti, aber das rentiert sich nicht. Wir nehmen die Konter mit, er kontert Auto-Attacks und dem geben wir Crit. Das ist der Sinn dahinter. Kritische Konter sind das, nennt man das. Deswegen geht man bei jedem Vegito, der kontern kann, sei es der Agility, Physisch oder also Physisch Super Vegito oder Physisch Vegito Blue, auf Crit. Bei allem kommt man auf Level 15 Crit, Level 11 Additional Attack. Bei Tech Vegito Blue ist das jedoch anders. Sei es jetzt im Prinzip, also bei Tech Vegito Blue richtig, oder sei es bei Tech Vegito Blue oder bei LR Vegito Blue. Wenn wir uns mal Tech Vegito Blue anschauen, ich habe keinen Dupe für ihn, aber macht nichts. Wir reden das Ganze dann. Er ist ein Tech-Charakter, bekommt von sich auf Level 5 Crit. Bei ihm ist es so, durch jede Ulti erhöht er seinen Angriff und die Verteidigung. Er wird durch jede Ulti stärker. Und jedes Mal, wenn er angreift, bekommt er zusätzlich 15% auf den Angriff, Maximum 150%. Also zwecks seiner Passive wollen wir mit diesem Dude so oft es geht angreifen. Was nehmen wir dann logischerweise mit? Richtig, bei ihm nimmt man Additional Attack meiner Meinung nach. Level 15 Additional Attack, Level 11 Crit, damit haben wir 22% Chance zu critten und 30% Chance, einen Additional Attack zu starten. Ja, er macht zwar durch seine eigene Passive zweimal eine Additional Attack, hat eine Great Chance dazu, aber indem wir das durch das Dupe-System noch eine weitere Chance dazugeben, haben wir dreimal die Chance, viermal in einer Runde mit seinem normalen Angriff mit ihm anzugreifen und das wollen wir mitnehmen, das sind vier Angriffe. Wir wollen nämlich, denn jedes Mal, wenn er angreift, bekommt er 15% auf seinen Angriff. Heißt, wir müssen 10-mal mit ihm angreifen. 10-mal ist viel. Deswegen haben wir hier, wenn wir Level 15 Additional Attack gehen, auf jeden Fall gute Chancen, 4 Angriffe pro Runde zu starten. Ist nicht der einzige Grund, sondern der nächste Grund ist auch, dass er durch jede Ulti seinen Angriff und die Verteidigung erhöht und jeder Auto-Attack von ihm hat die Chance, eine Ulti zu starten. Deswegen würde ich persönlich meiner Meinung nach bei ihm zum Beispiel auf Level 15 Additional Attack gehen, Level 11 Crit. Bei LR Vegito Blue kann man das genauso machen. Ich habe es jetzt anders gemacht. Warum könnte man es bei ihm anders machen? Also wie gesagt, es gibt immer Alternativen, zwei Alternativen, um es besser zu sein. In dem Fall Level 20 Crit, Level 6 Additional Attack, habe ich mich dafür entschieden, weil ich mit ihm voll auf Angriff gehen wollte. Aber man könnte auch seine erste Ulti mitnehmen, denn seine erste Ulti erhöht jedes Mal seinen Angriff und seine Verteidigung. Heißt, man könnte bei ihm auch auf Level 15 Additional Attack gehen oder Level 11 Crit oder eben ein bisschen mehr Additional Attack geben. Denn er ist ein LR-Charakter, wenn er seine Ultra Super Attack macht, da macht er, wenn er eine Additional Ulti startet, immer die erste. Und mit der ersten tut er immer seinen Angriff und Verteidigung erhöhen. Könnte man also auch machen. Nun, im Endeffekt war es mir jetzt wichtig, quasi euch vorzuzeigen, was man auf welchen Charakter geht, indem ihr da erst daran festmacht, was hat denn der Charakter drauf. Faustregel, wie gesagt, eigentlich mehr Crit, dann Additional. Im sehr, sehr seltenen Fall Dodge. Oh, aber es gibt auch Spezialfälle, wie gesagt. Und zu den Spezialfällen gehören auch Charaktere, denen man einen Dodge gibt. Welchen Charakter gibt man einen Dodge? Um es einfach zu sagen, Supportern. Oder so Charaktere, die im Super Battle Road benutzt. Ein klassisches Beispiel. Ich habe hier meinen Thales, wo ist er, in meinem Extreme Super Battle Road Team gehabt. Und ich habe ihm Dodge gegeben, weil wir wissen, in einem Extreme Super Battle Road bekommt er sehr, sehr viel Schaden. Deswegen, er selbst hat eine High Chance to Stun. Ich habe ihn in das Team mitgenommen, damit ich seinen Stun aktiviere. Also habe ich daher mich dafür entschieden, dass ich ihn nur in Super Battle Road benutze, ihn auf Level 15 Dodge zu geben, weil ich wollte auf jeden Fall verhindern, dass er Angriffe bekommt. Und hier habe ich 15% die Chance, dass er so etwas Dodge. Level 5 nimmt er von Natur aus mit Level 5 Crit und Additional Attack habe ich ihm zusätzlich gegeben, weil ich eben diese High Chance mitnehmen wollte. So, ganz simpel. Es ist wirklich ein Spezialfall. Also, Charaktere, denen man Dodge gibt, sind wirklich Spezialfälle aller Spezialfällen, wenn man das so sagen kann. Aber so klassische Support, wenn wir mal einen klassischen Supporter nehmen könnten, wie zum Beispiel Super Saiyan 2 Kale, wo habe ich denn die Dame? Dann würde ich bei ihr auf jeden Fall auf Dodge gehen. Ma, Kale, wo bist du?
Hier ist sie. Denn sie ist halt wirklich ein reiner Supporter. Sie ist kein Charakter, der Schaden macht, bei weitem Willen nicht auf Schaden kommt. Sie macht das Supreme Damage für den Angriff des Verteidigung des Gegners, wenn sie ultet. Aber sie ist nur da, um zu supporten. Und so ein Charakter, der jetzt zum Beispiel kein LS-Supporter ist, der bekommt viel Schaden, wenn er zum Beispiel einen falschen Angriff abbekommt und eine Ulti. Deswegen würde ich bei ihr auf Dodge gehen, vermehrt. Und dann könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr da den Rest mitnimmt auf Additional Attack oder Crit. Aber Freunde, so viel zu den Basics oder im Allgemeinen. Jetzt würde ich euch gerne noch zu den einzelnen Ginyu-Force-Charakteren sagen. Dann lassen nochmal andere Spezialfälle. Die Free-to-Play-Units, die quasi ihre eigenen Orbs haben und damit auf 100% kommen, sind dann nochmal ein Sonderfall. Denn man kommt bei ihnen nicht wie bei den anderen Charakteren auf beispielsweise Level 20 Crit, Level 6 Additional Attack. Also so viel Level bekommen sie auf die Skills gar nicht. Es ist nämlich unterschiedlich, wie zum Beispiel den neuesten, den wir hatten, den Extreme The Awakened Kid Gohan oder den Free-to-Play Kid Gohan aus Namek. Bei ihm habe ich ja gesagt, ihr könnt da einen Mix mitnehmen. Bei ihm kommt man zum Beispiel auf Level 10 Additional Attack, Level 10 Crit oder auf Level 20 Additional Attack, Level 0 Crit. Ja, das ist dann nochmal ein Sonderfall. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hierher. Das sind quasi die Ginyu-Force-Mitglieder, die jetzt jeden Tag online kommen werden. Und schauen uns diese an, diese Sonderfälle. Wir gucken uns an, was der Angriff, ihre Pets. Und dementsprechend sage ich euch, auf was ihr bei ihnen gehen könnt, damit ihr auf jeden Fall einen Blick habt. Was genau die Zahlen dann sein werden, kann ich euch nicht sagen. Aber ich zeige euch dann quasi, geht mir auf Additional und dann auf Crit und so und so fort. Wie gesagt, mit dem Wortschatz, was wir uns gerade angeeignet haben durch die Basics, indem wir die durchgegangen sind. Okay, cool. Barter. Im Endeffekt oder ganz Standard gesehen guckt man bei den Charakteren, bei der Wahl der Skills auf jeden Fall erstmal auf die Passive und dann auf die Ulti. Das sind die zwei wichtigen Faktoren, um ehrlich zu sein. In dem Fall bekommt Bata pro Orb, den er einsammelt, 10% und hat eine hohe Chance, gegnerische Angriff zu dodgen. Auch Super Attacks, wenn er der Erste in der Runde ist, alles klar. Und jedes Mal, wenn er angreift, erhöht er seine Verteidigung und macht Supreme Damage. Also, man müsste jetzt nicht unbedingt Additional Attack nehmen, nur dass man seine Verteidigung erhöht bei ihm. Deswegen Dodge hat er auch den, wenn er in der ersten Runde ist. Die Sache ist aber folgendes, da er ein Nuker ist, er braucht Orbs. Bei Nuker bin ich eher ein Freund davon, dass ich bei ihnen ein bisschen mehr auf Additional Attack gehe, weil wenn sie einmal gut Orbs einsammeln und daraus ein Additional Ulti resultiert, das wird alles mitgenommen, die Anzahl der Orbs bei dem Additional Ulti, dann macht man zweimal sehr guten Schaden. Okay, bei ihm würde ich daher folgenden Vorschlag machen. Man kann Zweck seiner Passive auf vermehrt auf Additional Attack gehen und der Ulti und ein bisschen auf Crit oder vermehrt auf Crit und ein bisschen auf Additional Attack. Dodge hat er ja quasi schon mit, wenn man ihn in der ersten Platz lässt, am ersten Platz der Rotation. Deswegen würde ich ja nicht unbedingt auf Dodge gehen, weil er hat eine hohe Chance zu dodgen. Wenn ihr aus ihm eine Dodge-Maschine machen wollt, individuell persönlich, dann geht er natürlich auf Dodge. Aber da er schon Dodge mit hat, wenn man ihn in der ersten Runde tut, in den ersten Slot, dann mit einer hohen Chance, das reicht völlig aus. Deswegen würde ich hier entweder bei ihm vermehrt auf Additional Attack gehen, den Rest auf Crit, oder eben andersrum vermehrt auf Crit und den Rest auf Additional Attack. Beides würde auf jeden Fall an der Stelle funktionieren, also ihr würdet da nichts falsch machen. Unser zweiter Dude ist dann Guldo. Guldo funktioniert folgendermaßen. Den Gegner, den er angreift, dessen Angriff und Verteidigung senkt er um 20% für 2 Runden. Alles klar. Er macht Supreme Damage mit einer Chance, den Gegner zu stunnen. Okay, Guldo ist ein bisschen ein schwieriges Thema, beziehungsweise Sonderfall aller Sonderfälle, denn er muss ja quasi nur den Gegner angreifen, dann gibt er ihm seinen Debuff. Also er ist ein Debuffer, nimmt quasi mehr oder weniger eine Rolle eines Supports an, vorsichtig ausgedrückt, was will ich damit sagen. Eventuell, Guldo, sein Job ist ja eigentlich nur, den Gegner zu debuffen und zu stunnen. Also würde ich bei ihm auf Additional Attack gehen zum einen, wegen dem Medium Chance zu stunnen, aber durch in Anbetracht dessen, dass er keinen Schaden macht, wegen seiner Pässe, sondern nur debufft, den Rest, um ehrlich zu sein, auf Dodge gehen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Guldo schon gut Schaden bekommt, wenn nicht sogar den meisten Schaden in Ginyuforce Team, zwecks seiner Passive, sehen wir ja, dann würde ich bei ihm auf jeden Fall Dodge mitnehmen. Heißt, Additional Attack wegen der Ulti mitnehmen und den Rest auf Dodge, kann man machen. Oder ihr sagt euch, nö, ich will gar keinen Dodge auf den, dann könnt ihr natürlich Additional Attack gehen und Crit den Rest. In jedem Fall würde ich aber, man könnte es auch andersrum machen, ja, dass man mehr Crit nimmt statt Additional Attack oder Crit und Dodge. Crit und Dodge ist schwierig, ich würde da schon dann quasi drauf eingehen, dass ich eine Additional Ulti bei ihm haben will. Eben wegen seiner Passive, da er ein Debuffer ist, er muss sie nur einmal angreifen und danach soll er nicht angegriffen werden. Deswegen nehme ich Dodge mit, würde ich Dodge bei ihm mitnehmen. Und wegen seiner Ulti, dass er eine Medium Chance hat, den Gegner zu stunnen, das ist so sein Hauptjob, stunnen und debuffen. Und das tue ich quasi verstärken durch Additional Attack und Dodge, dem ich ihn da mitgebe.
Der dritte im Bunde ist dann natürlich unser Captain Ginyu. Captain Ginyu erhöht seinen Angriff und macht Supreme Damage nach jeder Ulti. Nach jeder Ulti, immer wenn er ultet, erhöht er seinen eigenen Angriff. Und das immer, und das stackt sich und stackt sich. Seine Pass, er bekommt Ki plus 3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 70%, also Schaden macht er und ist auch tanky, wenn er gegen einen Gegner kämpft. Und hat eine Damage Reduction dann zusätzlich von minus 50%, wenn er gegen zwei oder mehr Gegner kämpft. Also wir hatten fest, ist ein Unit jetzt, der Schaden macht, der auch tankt und er seinen Angriff erhöht. Also gehen wir bei ihm auf gar keinen Fall auf Dodge, sondern wir verstärken seinen Angriff. Nämlich indem wir auf Crit gehen und Additional Attack. Euch ist jetzt im Endeffekt selbst überlassen, ob ihr vermehrt auf Additional Attack geht und quasi diese Additional Ulti mitnehmen wollt oder Crit. Ihr könnt wie gesagt dann im Endeffekt vermehrt auf Additional Attack gehen, den Rest auf Crit oder vermehrt auf Crit, den Rest auf Additional Attack. Ich persönlich würde bei ihm auf vermehrt Crit gehen, den Rest auf Additional Attack, auch wenn wir mit jeder Ulti unseren Angriff erhöhen, müsst ihr im Hinterkopf behalten, eine Additional Attack ist eine Chance auf einen Auto-Attack, die eine Chance hat, eine Ulti zu sein. Also ist nicht immer sofort eine Chance auf eine Ulti, wobei Crit einfach, du hast eine Chance zu critten und gut ist. Deswegen würde ich persönlich bei ihm auf vermehrt Crit gehen und den Rest auf Additional Attack. Geese in dem Fall ist auch in die Kategorie zu stecken wie Guldo, denn er ist ein Supporter. Also wirklich. Er gibt den Extreme Class Allies Keep plus 2 auf den Angriff 20%. Und das Geile an ihm ist einzigartig. Er zeigt an, welcher Gegner in der Runde ultet. Das wird dann mit einem Scouter rot markiert. Aber ja, das muss man nicht verstärken. Das kann man nicht verstärken mit dem Hidden Potential System. Also in Sex Dupe System müsst ihr das nicht beachten. Er ist ein Supporter. Heißt, wir gehen davon aus, er macht nicht den allergrößten Schaden. Und was ist seine Ulti? Guck mal, macht Supreme Damage. Erhöht Verbündet um 20% für eine Runde. Also das könnten wir eventuell noch verstärken mit Additional Attack. Bei diesem Dude jetzt würde ich auf Dodge gehen, um ehrlich zu sein. Weil er ist wirklich ein reiner Supporter. Und dann müsst ihr quasi für euch selbst entscheiden, ob ihr da ihn im Nebenzweig Additional Attack gibt, damit ihr quasi das triggert. Da müsst ihr, also dass er dann die Verbündeten, den Angriff der Verbündeten erhöht um 20% für eine Runde. Dann, wenn er zweimal eine Ulti startet, dann ist aktiviert sich der Effekt ja zweimal für alle Verbündeten, die nach ihm kommen. Also müsst ihr für euch selbst entscheiden, ob er quasi ein Charakter ist, den ihr rausrotiert oder drin lässt. Könnt dann, wie gesagt, auf Dodge gehen, im Nebenzweig Additional Attack oder Crit, müsstet ihr für euch selbst entscheiden. Ich würde, um ehrlich zu sein, bei ihm auf Dodge gehen auf jeden Fall und im Nebenzweig auf Additional Attack, weil wegen seiner einzigartigen Passive wäre es sogar vielleicht ein Charakter, vor allem im Ginyu-Team, im Free-to-Play-Ginyu-Team, ihn in eine Rotation zu lassen, damit man sehen kann, welcher Gegner wo rotiert, angreift. Wenn ihr genauso denkt wie ich, dann gebt ihm im Nebenzweig Additional Attack. Wenn nicht, dann könnt ihr ihm auch Crit geben. Aber Freunde, ihr müsst ihn nicht zwingend jetzt Dodge geben, nur weil Supporter ist. Wenn ihr sagt, nee, ich gebe auch meinen Support an Crit und Additional Attack, dann könnt ihr das natürlich gerne auch machen. Ich gebe euch hier quasi nur Ratschläge, wie ihr das Ganze machen könnt, anhand dessen, wie die Charaktere sind. Und ich finde es immer gut, wenn ihr individuell euch entscheidet und euren Charakteren persönlichen Touch gebt. Dafür ist das Dupe-System im Endeffekt da. Aber machen wir weiter mit Rikum. Rikum hat auf die Verteidigung 80% und er bekommt 14% auf den Angriff jedes Mal, wenn er angegriffen wird. Okay, Maximum 70%, alles klar. Dieser Dude macht Supreme Damage und verringert die Verteidigung des Gegners stark. Also da der Dude ein Tank ist, er ist ein Tank, eine Additional Ulti muss man nicht zwingend mit ihm starten, weil er dann nur die Verteidigung des Gegners tankt. Deswegen würde ich bei ihm auf Crit gehen, voll auf Crit. Da er A-Tank ist, muss er nicht unbedingt dodgen. Deswegen würde ich bei ihm auf voll Crit gehen, volles Haus Crit und den Rest auf Additional Attack. Um ehrlich zu sagen, bei ihm fällt die Wahl einfach. Und wenn ihr quasi all die Charaktere, die wir uns gerade angeschaut haben, auf 100% bringt, wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, wie im Guide, jeden Tag könnt ihr sie quasi erfarmen, auf 100% mit den eigenen Orbs. Damit kommt ihr durch die Mission LR Ginyu Force, wie heißt der genau? Ginyu Force Reborn, Ginyu Goku, Ginyu Force. Und diesen Dude, wenn wir uns den mal anschauen, er gibt den Extreme Class Allies Attack und F 30%. Ginyu Force Kategorie gibt er zusätzlich Attack und F 20%. Er macht Raises, macht Colossal Damage und erhöht seinen Angriff stark für eine Runde mit der ersten Ulti, macht mit der zweiten Ulti mega Colossal Damage und erhöht den Angriff aller Extreme Class Allies, also Extreme Class Verbündeten um 30% für eine Runde. Unterschied bei dem Typ ist, sein LR ist, zählen wir wieder quasi die Basic Sachen, also da er ist ein Tech Charakter, bekommt von sich aus Level 5 Crit, heißt man könnte bei ihm auf Level 20 Crit gehen, Level 6 Additional Attack oder Level 15 Additional Attack, Level 11 Crit. Ich würde bei ihm, auch wenn er ein Supporter ist, eigentlich nicht zwingend auf Dodge gehen. Kann man machen, er ist ja quasi auch ein Supporter, aber in Anbetracht dessen, dass er seinen Angriff greatly erhöht, könnte man bei ihm deswegen auf jeden Fall
auf Dodge verzichten, denn er könnte unter guten Umständen Schaden machen. Denn ich meine, er gibt ja sich selbst quasi 50% auf Angriffsverteidigung. Ist nicht viel, aber mit Great Lady's Attack hätten wir dann an die 100%. Also könnte man bei ihm auf Level 20 Crit gehen, Level 6 Edition Attack oder Level 15 Edition Attack, Level 11 Crit. Und genau, Freunde, so viel eigentlich zu ganzen Dupe System Guide. Ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat gefallen. Wir haben uns den Basic angeguckt, was ist eigentlich das Dupe System, Hidden Potential System. Dann, ja, Basic Grundwerte, die Charaktere, die normalen Charaktere, auf was man da gehen kann. Crit, Combo, Evade, also was man dann im Endeffekt nimmt. Ich hoffe, ihr wurdet da ein bisschen schlau, ich konnte euch helfen. Da haben wir uns Einzelfall angeguckt mit den Genie Force Charakteren, weil da ist bei denen die Verteilung noch ein bisschen anders ist. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Viel Spaß beim Farmen der Charaktere. Haut rein, peace. When I pull up,